Willkommen zu einer neuen Folge Conversion für Amnesia, The Dark Descent, genannt Mental Memorial. This custom story is a full conversion. Eine full conversion hat eine Menge Veränderungen in den Einstellungen und der Umgebung und dem Gameplay. Du musst das Justine Patch drin haben, sonst wird das Spiel abstürzen. Ich gehe davon aus, dass es von alleine drin, wenn man es bei Steam hat. Hier ist eine sehr wichtige Änderung, die du wissen solltest, bevor du startest zu spielen. Wir haben das Taschenlampen-Setting geändert. Du wirst fähig sein, die Taschenlampe für ein bisschen der Zeit zu nutzen. Wenn es leer ist, musst du Batterien sammeln oder braucht es etwas Zeit zum... es braucht etwas Zeit zum Aufladen. Diese Mod hat einen nicht-linearen Gameplay. Part. Also kannst du hingehen. Nee, du musst zu manchen Orten mehr als einmal hingehen. Tipps: Lest Logo Reminders carefully. Hör zu, was die Charaktere zu sagen haben. Und jetzt zu deinem Gamma. Ja, Gamma 1, denke ich mal, wird reichen. Wenn es zu dunkel ist, muss ich ein bisschen ja hochschrauben, sonst könnt ihr leider nichts sehen. Are you ready? Ich gehe davon aus, dass ich bereit bin. Das Ganze fängt recht interessant an, muss ich sagen. So dieses Klapsen-Ding und creepige Spieluhrmusik und shit. Also das sieht aus wie ein Spiel, das mir gefallen könnte. Werden wir allerdings rausfinden müssen. Sofern er geladen hat. Ich hoffe, ich habe die Justine Patch drin. Aber Steam Spiel updaten noch von alleine, also müsste ich sie eigentlich drin haben. Dum, dum, dum. Ein neuer Player. Ich bin Dr. Marduk. Kreieren. Auswählen. Begin Mental Memorial. Are you ready? Are you ready? Oh yes, oh yeah. Ich bin mal gespannt. Lichtlinear. Oh, das könnte eigentlich länger dauern. Obwohl nicht linear bedeutet ja jetzt für die Custom Story, man muss zu manchen Orten mehr als einmal hingehen. Es kann vieles bedeuten oder auch nichts. Bin ich mal gespannt. Das Ganze ist auch noch nicht so alt. Und für die von euch, die es lieber vielleicht selber sehen wollen oder spielen wollen würden, anstatt mir dabei zuzusehen, der Download-Link ist wie immer unten in der Box. Das dürften aber Standard-Zuschauer meiner Let's Plays eigentlich wissen. Bei downloadbaren Sachen ist eigentlich der Link immer unten in der Box. Wow. Brian, are you awake? Why did you leave? Brian, stay with us. You must stay alive. I know what you did. I saw this coming from the start. There's no time to explain. You're back. That's all that matters. Das Spiel fängt direkt mit Cry of Fear und Silent Hill Kram an. Das Ganze könnte eine sehr erfrischende Erfahrung in Sachen Custom Stories werden. Loading. Das Spiel, das geht hier direkt Cry of Fear.
eiskalt. Aber es sieht sehr interessant aus. Es scheinen neue Monster zu sein. Es scheint alles neu zu sein eigentlich. Also wird es nicht das Amnesia sein, das ihr kennt. Sondern eine Facette von Amnesia, die zeigen kann, warum es immer noch das beste Horrorspiel aller Zeiten sein könnte. Denn es kann andere Spiele hervorbringen. Mit klitzekleinen Mods. Die Ladezeiten sind etwas lang, doch. Aber dann vermute ich mal auch, dass die Bereiche groß sind. Ja, und die ganzen extra Texturen, die er laden muss. Das erste Drittel des Parts schon gleich vorbei und es ist noch nichts passiert, außer dass wir anscheinend in der Klapse sitzen, wo wir wahrscheinlich von Dr. Insane... Ich wundere mich gerade über die recht niedrige Framerate. Hallo? Was ist das denn? Was habe ich gemacht? Game... Oh! Okay. Interessant. Heizung... Okay. Taschenlampe. I'm feeling fine. Ich denke schon manchmal, mein Zimmer war nicht aufgeräumt. Alter, wie sieht denn dein Zimmer hier, oder wie sieht denn dein Haus hier aus? Ich würde sagen, kann man hier irgendwas aktivieren? Lichtschalter? Nein. The fuck? Das sieht doch mal freundlich aus wie die Bude von einem Serienkiller. Aha. Jetzt können wir das Ganze ja schon viel besser durchsuchen. Ja, wir wissen definitiv schon mal, wo die Inspiration herkommt und warum mir eingefallen ist Silent Hill. Was haben wir denn hier? Creepiges Bild. Ein Riesenfernseher. Als was arbeitet man in so einem... What the fuck? Licht. Okay. Das ist schön nett creepy. Aber hier scheint sowieso nichts zu sein. Ach, man muss den Computer anklicken. Klick. Und Game saved. Ich habe noch einen Raum hier an der Seite. Alter, was hast du für Birnen? Lightbulb? Testen wir das mal? Testen wir das, was ich vermute? Nein. Tut sich nichts. Health Potion.
Morphium. Oh, da liegt ein Zettel. Mental Memorial Psychiatric Hospital, Ground Floor. What the hell? Es ist interessant, aber was habe ich denn dann für ein... Super? Wie bin ich denn hier gekommen? What the fuck? Oh, was ist denn hier passiert? What the hell? Es wäre schon mal schön zu wissen, wenn sie das nächste Mal dieses dämliche Krankenhaus reparieren würden, oder die Klaps hier. Ah, hier kommt man nach draußen. Hier gar nicht. Was ist das? Das sieht so aus wie ein zuckendes Ding. Freedom. Das sieht aus wie nach einer Zombie-Apokalypse. I don't believe he'll be answering your call. Ta-da, I found him dead in the parking lot. I'm so sorry. What's that noise in the back? Are those... police sirens? I'm coming right now! Es ist interessant, wie gechillt sie darauf reagiert, dass Please, ihr, It's way too dangerous to come over now. Interessant, man hat Wahlen. Das ist clever gemacht, muss ich sagen. Oh, die Taschenlampe geht aber schnell her. Wahrscheinlich ist es tatsächlich die Zombie-Apokalypse. Der klang auch gerade sehr motiviert. I'm so sorry. He's dead. I'm sorry. Aha, also die Atmosphäre ist echt verdammt gut. You are next. It's locked. Reception key. Was haben wir denn hier? Blue Card. Aha. Wow. What the fuck? Herzkasper. Scheiße. Okay, jetzt wissen wir schon mal, was hier rumläuft. Jetzt muss ich überlegen, finde ich den Weg zurück zum Speichern? Das Spiel hat definitiv einige unschöne Jumpscares. So.
Die Atmosphäre ist auch creepy genug. Eins, worüber ich mich wundere, dass ich zwischendurch so einen kleinen Framerate eingestürzt habe. Gehen wir mal zurück und speichern mal erstmal. Denn dieser Part ist jetzt gleich erstmal vorbei. Und zwar jetzt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Mal sehen, welch unglaubliche Terror uns in Mental Memorial noch erwarten. Ansonsten